Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich habe euch nicht vergessen, Leute. Ich habe euch nicht vergessen, aber es gab in den letzten Tagen recht viel zu tun, vor allen Dingen in Clash of Clans und auch ein bisschen was vorzubereiten. Aber ich bin auf jeden Fall am Start. Videomäßig war ich jetzt nicht so am Start, da war ich eher faul. Aber ich habe natürlich nichts verpasst. Wir haben im Moment Clanspiele. Es gab ein bisschen, ja, so ein bisschen Beef hier wegen den Erzen und wegen den, also nicht Ärzten, sondern wegen den Erzen. Wegen den Erzen. Und es gab dementsprechend nur gewonnene Clankriege. Also wir haben seitdem die Erze hier im Spiel sind kein Clankrieg verloren, weder im Clan Free to Play noch im Clan Herausforderer noch im Clan Totus Bande. Und das kann natürlich gerne so weitergehen, aber lass mich erstmal den Clanstadtangriff hier machen. Ist immer noch sehr mau hier, obwohl der Skeleton Spell schon zweimal, ich glaube schon zweimal genervt wurde, ist er immer noch ziemlich stark. Also ich nehme ihn zumindest hier immer in einen Angriff mit rein. Den zweiten Angriff, wenn ich noch einen zweiten Angriff auf ein Dorf machen muss, nehme ich immer den Frostzauber, weil aus dem vorherigen Angriff bleiben ja auf jeden Fall die drei Kreise hier von den Skeletten liegen und deswegen kann man ruhig einen anderen Zauber nehmen, man hat die drei ja in jedem Fall noch oder man nimmt dann halt sechs mal den Skeleton Spell, also drei bleiben liegen und drei neue im anderen Angriff, aber nichtsdestotrotz dreht sich natürlich im Moment alles um, ich will mal sagen, um Clankriege, um Erze und um das, was man dann eigentlich macht. Ich komme da gleich zu. Ich muss eben mal den Angriff auslaufen lassen. Ich weiß, ihr werdet jetzt in die Kommentare schreiben, ja, Toto, mach einfach das Spiel zu oder starte es neu, dann ist der Angriff auch durch. Ich weiß, aber dann weiß ich nicht, was noch offen ist. Da muss ich eh nochmal nachgucken. Und so ist mir das auf jeden Fall schon lieber hier. Allerdings nach wie vor die Tunnler hier immer noch. Ja, ich finde immer noch zu stark. Ich meine, es gibt nie zu stark oder es gibt nie zu schwach. Ja, es gibt nie zu schwach. Es gibt höchstens, Gottes Willen, sind die stark. Und ihr habt das gesehen, der ist jetzt gerade nochmal geplatzt da. Und auch gerade die Restbombe ist echt heftig. Allerdings, der wird jetzt da, denke ich mal, platzen an der Verteidigung hier. Denn die ist ziemlich stark. Aber der reißt auf jeden Fall die Verteidigung nochmal fast mit. Ist natürlich sehr ärgerlich, muss ich jetzt normal drauf angreifen. Mache ich auch eben. Muss ich leider nochmal drauf angreifen. Mache ich auch eben. Und das ist auch egal hier. Ihr könnt die Zauber einfach so setzen. Und dann können wir hier nochmal rangehen. Mit einem. Einer müsste eigentlich reichen. Der hat da jetzt noch eine Defense zu machen da hinten. Aber dann bekomme ich wenigstens mehr. Clanstadtmedaille. Ihr seht, ich habe auch ganz gut ausgegeben. Wo ist der? Ach da. Man sieht ihn noch nicht mal. Man sieht ihn noch nicht mal. Okay, irgendwann taucht er jetzt hier auf. Bam, da bin ich. Moin. Und dann bekomme ich wenigstens etwas mehr Medaillen, weil ich jetzt nicht alle Truppen verbraten habe. Okay, dann gehen wir jetzt rüber in das andere Ding. Da haben wir nämlich noch die Clanspiele. Und die Info wollte ich euch aber auch geben. Also nicht, dass wir Clanspiele haben, sondern das ist hier, ja, es gab hier so ein bisschen Beef. Es gab so ein bisschen Beef. Betraf den letzten Clankrieg hier. Ja, kann ich auch verstehen. Denn im Moment, ihr seht, wir haben noch nicht verloren seitdem oder einmal verloren. Es geht darum, wann greift eigentlich wer wie an. Ja, hier unten haben wir noch eine offene Base und trotzdem hat der Avatar hier oben die Nummer 2 und die Nummer 3 gemacht. Jetzt könnte ich natürlich sagen, naja, da habe ich eher meine Sterne gesehen als da unten, was natürlich Blödsinn ist. Da unten wäre es ein Dip gewesen über zwei Rathausstufen. Hier oben war es kein Dip, sondern ich glaube sogar auf den 16er. Aber egal, es gibt natürlich etwas mehr von den Medaillen, als, ne, als also wenn ich den gemacht hätte, dann kriege ich 706. Ich habe aber da oben Nummer 2 und Nummer 3 gemacht und sogar gar nicht mal so schlecht, hier sogar etwas mehr Sterne. Und hier sind es schon 918, das sind 200 immerhin mehr. Und auch für den anderen gibt es etwas mehr. Und da streiten sich natürlich jetzt im Moment die Geister. Wann greife ich eigentlich an? Mache ich sofort einen Hit, wenn der Clankrieg startet? Also ich gucke mir die Base an, plane und mache dann einen Hit und gucke dann, wo ich dann unten noch was auffüllen muss, damit der Clankrieg gewonnen wird. Weil dieser Clankrieg hier, der war gewonnen. Ja, der war gewonnen und da brauchte ich gar nicht hier unten noch die Base zu machen und auch andere nicht, aber ich, es ist im Moment schwierig, auch für mich. Je länger ich dieses Spiel spiele, also jetzt vor allen Dingen nach dem Update,
oder jetzt, wo das Event hier mit drin ist, desto, ja, wie soll ich sagen, nachdenklicher werde ich natürlich. Wie machen wir das eigentlich? Wer greift eigentlich wie an? Müssen wir noch dippen oder können wir uns oben immer schön die Erze holen? Auch, also wenn zum Beispiel so ein Clankrieg gewonnen ist. Oder aber macht man es dann lieber so, ich gehe lieber auf sichere Sterne, aber ihr seht es 69, 57, da brauchte ich unten jetzt auch nichts mehr zumachen. Und aber dennoch hat dann jemand geschrieben, einer meiner Mods, der dann auch hier im Clan ist, ist natürlich doof, wenn die Leute jetzt extrem lange warten. Das ist dann auch unfair gegenüber denen, die unter Umständen natürlich hier die Löcher geflickt haben und haben hier gedippt und haben in Kauf genommen, dass sie etwas weniger von den Metallen bekommen. Also entweder alles für den Dackel, alles für den Club, oder aber man ist sehr eigensinnig, was ich jetzt leider war, und hat dann dementsprechend nur noch oben angegriffen, um die möglichst hohe Zahl an Erzen hier rauszubekommen. Ja, wie gesagt, ist sowieso schwer, dieses Ganze mit den Erzen. Und ich habe aber im Moment den Hammer hier am Leveln. Das heißt nicht den Hammer, sondern die Faust. Die mache ich auch erstmal weiter. Nochmal 2K, jetzt kann ich nicht mehr weitermachen. Aber jetzt haben wir die schon mal auch 11 und der ist ja wirklich nett, ne? Ist ja wirklich nett. Ich habe im Moment auch den größten Skin hier equipped, also den Golem King. Und wenn der nochmal riesig wird, das ist wirklich der Hammer. Okay, wir haben Clanspiele, die letzten Clanspiele dieses Jahr. Aber ich habe nochmal einen kleinen Hinweis am Ende des Videos. Erstmal müssen wir jetzt wieder mal suchen, obwohl ich jetzt heute Morgen schon extremst gedroppt habe. Also ich habe schon ein Clanspiel gemacht, wo ich nur so ein paar Armeelager machen musste, also eben mal wegsnacken. Mit 3 Helden waren das immer 3 Armeelager und da bin ich eigentlich nicht mehr ganz so hoch jetzt in der Liga. Aber der Lootgott war heute Morgen schon mit mir. Ich hatte schon 1 Million von beiden und 10k Dunkles, aber das hast du dann auch nur einmal, weißt du, da kommst du morgens rein, freust dich einen Ast, hurra, ich habe richtig Loot geholt und danach die Angriffe, eher mau. Okay, 510, den können wir auch mitnehmen. Und ich habe natürlich die Event-Truppe am Start, klar, der Schneeball ist schon genervt worden, also nicht der Schneeball, sondern das Ding hier, der Frostball oder der Frostding da, ne? Ist schon einmal genervt worden, aber wir gehen hier mal rein. Wo ist der Adler? Da ist der Adler. Okay, dann machen wir das so. 1, 2. Die kann ich auch gleichzeitig setzen. Ne? Zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Und dann gehen wir hier rein mit unseren Widerreiterinnen. Die sind immer noch auf 1, Leute. Und das finde ich echt unglaublich. Gehen hier in den Raum mit rein. Und jetzt hätten wir natürlich ein bisschen auf die Bälle aufpassen müssen hier. Klar. So, den Royal Champion hier mit drin. Da muss man natürlich jetzt gucken, wo man hier was macht. Ich zünde hier mal, beziehungsweise nicht zünde, sondern nehme mal hier meinen King. Achtung, King wird groß. Da ist er. Guckt euch das an. Alter, der ist brutal, ne? Das ist wirklich brutal. Also das muss man gesehen haben. Das muss man wirklich gesehen haben. Und dann haben wir hier noch einen Frost für die 3 Gebäude hier. Und der King geht noch ganz gut durch. Dann können wir die auch nochmal... das ist jetzt der normale Frost, ne? Aber der ist wirklich unglaublich. Und die gehen hier auf Level 1 wirklich durch wie geschnitten Brot. Ich weiß noch gar nicht, ob ich die levele. Weil im Moment bräuchte ich gar nicht leveln, ne? Die sind einfach so unfassbar gut. Es gibt mittlerweile auch etwas mehr Süßes. Es gab die Tage auch bei mir im Discord, wie bei ganz, ganz vielen Influencern hier, etwas Süßes, also nicht saures, sondern etwas Süßes. Und ein paar Plätzchen für Noppes, für so einen Drops, nicht Drops, sondern für so einen Voucher. Den könnt ihr euch abholen. Der müsste eigentlich noch bei mir drin sein. Es kann sein, dass er vielleicht jetzt schon abgelaufen ist oder nicht mehr aktiv ist. Hier haben wir 2 Stück gekriegt. Oh, okay. Das ist cool. Wir haben hier die Glöckchen. Wie niedlich. Machen wir auch dahin. Sieht ja ganz pfiffig aus hier, ne? So ein paar
Weihnachtsglocken, Weihnachten, ja, noch ein Türchen, habt ihr auch im Streamtitel gesehen, noch ein Türchen, Leute, dann haben wir den Heiligen Abend. Es ging plötzlich irgendwie, weiß ich auch nicht, die Dezemberwochen gehen so fürchterlich schnell weg, weil alles rechnet so Richtung Weihnachten und plötzlich ist es da, ne, plötzlich, upsala, ist es da. Was ich euch aber noch zum Ende sagen wollte, achso, wir haben ja Clanspiele. Ich habe übrigens schon 1100 Punkte hier reingespielt, 1150. Ich wollte es nur noch mal betonen. Das betone ich auch ganz speziell, dass ich ein bisschen Clanspiele jetzt spiele mit nicht nur dem Account, sondern auch mit anderen Accounts, aber mindestens die 1000 Punkte. 4000 mit allen Accounts, glaube ich, ist für mich utopisch. Das schaffe ich nicht, das will ich auch nicht schaffen. Die Rewards hier sind noch mal in Ordnung für das letzte, für die letzten Clanspiele und alles plant natürlich jetzt ein bisschen auf die Liga hin. Keine Frage. In der Liga gibt es übrigens jetzt doch auch das Erz. Es hieß ja erst, es gibt das Erz nicht in der Liga, aber das Erz gibt es jetzt auch in der Liga. Und naja, so ein bisschen, klar habe ich hier jetzt schon so ein bisschen was gemacht. Was habe ich denn hier eigentlich? Okay, ach, das ist der Live-Ding, ja. Das ist noch das ganz Normale. Ihr seht, ich habe meine Helden hier, bis auf den King. Den habe ich modifiziert, klar, der hat natürlich den dicken Handschuh hier. Aber meine Queen und mein Warden sind noch ganz normal. Ja, letzten Clanspiele laufen. Aber ich habe noch eine Sache für euch am Ende des Videos, bevor wir dann morgen auch das letzte Türchen aufmachen. Also Leute, nicht heute aufmachen, morgen erst. Und zwar gibt es ab dem 25.12. sogenannte Twitch Drops. Twitch Drops, was ist das? Das ist eigentlich, ich sag mal so, du verdienst dir Ingame Loot durch Zuschauen von Streams. Ihr braucht noch nicht mal zugucken. Mache ich auch nie. Oder na, ich mache schon, aber manchmal lasse ich einfach einen Stream auf dem Tablet laufen oder hier auf dem PC oder auf dem Mac. Und ihr müsst einfach nur zuschauen, also für eure zugeschaute Zeit bekommt ihr Rewards. In dem Fall hier bei Clash of Clans ist das natürlich eine Potion, ein paar Kekse etc. Das Ganze geht bis zum 1.1. und Auszahlung ist am 31.12. dann. Also das ist bei Clash of Clans jetzt ein bisschen anders bei den Drops. Dort müsst ihr erstmal Zeit sammeln und könnt euch das an einem Tag abholen. Bei anderen ist es so, dass du zum Beispiel für die ersten 2 Stunden kriegst irgendein Item und wenn du das erreicht hast, dann kannst du es abholen. Wie das genau läuft, müsst ihr am besten mal im Web googeln, dann könnt ihr euch das abholen. Und dann habt ihr das und könnt das equippen, ob das jetzt ein Skin ist oder was auch immer für andere Spiele halt. Aber das erste Mal jetzt überhaupt hier, dass es Twitch Drops gibt bei Clash of Clans. Ich werde auch dann teilnehmen und würde mich natürlich super freuen, wenn wir ab 25. dann in den Stream sind. Am 25. kommt noch ein Stream, am 26. setze ich dann tatsächlich mal einen Tag aus. Aber dann ab 27. gibt es dann wieder weitere Streams bis zum 31. Und da würde ich mich natürlich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid, um euch die Drops abzulutschen. Wenn euch die Folge ganz gut gefallen hat hier vom letzten Türchen oder vorletzten Türchen, dann gebt mal einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, am Kanal dranbleiben und natürlich auch twitch.tv/totoclash in die Livestreams reinschauen, dann sehen wir uns dort. Ich würde sagen, frohe Weihnachten wünsche ich euch erst morgen. Bis dahin, ciao, ciao, euer Toto Clashed.